Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wir sehen uns immer in unserer Begrenzung. Wir können das nicht oder die Kraft reicht nicht oder wir sind zu jung oder zu alt oder was auch immer. Gott sieht aber das, was er aus uns machen möchte. Das Potenzial, das er in dich hineingelegt hat. Gott braucht keine Supermänner und Superfrauen, sondern Menschen, die auf sein Reden reagieren. Wenn wir uns mit jemand unterhalten, dann erwarten wir doch, dass derjenige darauf reagiert. Und Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat alles für dich getan und er erwartet auch eine Reaktion von dir. Gott sucht Menschen, um sie Teil seines Planes werden zu lassen. Dinge geschehen nicht einfach so, sondern Gott gebraucht Menschen. Menschen wie du und ich. Das Kreuz braucht eine Antwort, damit es in deinem Leben wirken kann. In Hebräer 4, Vers 2, da steht, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Hast du die gute Botschaft gehört? Und hast du darauf reagiert? Hier haben wir gelesen, es hat nichts genützt, weil es sich nicht verinnerlicht hat, weil da keine Reaktion darauf kam. Reagiere auf die Liebe Gottes. Jesus hat dir alles angeboten, Vergebung und Freiheit, alles aus Liebe, ein Geschenk. Und das Einzige, du musst reagieren. Wie wir aus dem Bibelvers erkennen, nützt es uns nichts, wenn wir nur von Jesus hören und was er für uns getan hat am Kreuz. Wenn es in unserem Leben, in unserem Herzen keinen Widerhall findet in Form von Glauben oder Lebensveränderung, nützt es uns nichts. Nachdem du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und du machst weiter wie vorher, nützt es dir gar nichts. Gott wartet auf eine Antwort. Gott redet zu deinem Herzen auf verschiedene Art und Weise und erwartet, dass du darauf reagierst. Ein Ja, eine Veränderung in deinem Leben, einen Schritt vorwärts gehen oder ein Anpacken oder im Glauben und Vertrauen. Zeige Gott, dass du das ernst nimmst, dass du ihn ernst nimmst. Und wir sagen manchmal, ach, das kenne ich alles schon, wenn Gott redet. Und wir hören gar nicht mehr hin. Wenn wir sein Wort lesen oder hören, ach, das kenne ich alles schon. Oder es kommt uns so unwahrscheinlich vor, dass wir es gar nicht in Erwägung ziehen. Da gibt es viele Beispiele der Bibel. Mose, ich kann das nicht, ich stottere. Oder auch Josua, vor lauter Sorge lag er auf dem Boden und Gott sagt zu ihm, steh auf, warum liegst du auf deinem Angesicht? In Josua 7 lesen wir das. Elia ist davongelaufen, er wollte sterben. Und Gideon, der hatte Angst. Und Gott kommt immer mit Ermutigung. Wir sehen uns immer in unserer Begrenzung.
wir können das nicht oder die Kraft reicht nicht oder wir sind zu jung oder zu alt oder was auch immer. Wir sehen das Natürliche, was vor Augen ist. Gott sieht aber das, was er aus uns machen möchte. Das Potenzial, das er in dich hineingelegt hat, er sieht es schon lange vorher. Und du bist zu viel mehr fähig, als du denkst. Gib Gott Raum in deinem Leben. Auch wenn du dich für unbrauchbar oder ungenügend hältst, Gott regelt die Dinge auf seine Weise. Gott braucht keine Supermänner und Superfrauen, sondern Menschen, die auf sein Reden reagieren. Menschen, die Antwort geben auf das, was Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat. Gott regelt die Dinge auf seine Weise. Das sehen wir deutlich zum Beispiel in der Geschichte von Mose. Mose fühlte sich unbrauchbar, er stotterte und er konnte sich nicht vorstellen, diese große Aufgabe auszuführen. Und Gott stellte ihm Aaron zur Seite, der für ihn redete. Er hätte ihm ja auch das Stottern wegnehmen können. Aber nein, Gott regelt die Dinge auf seine Weise. Und Mose war deshalb nicht weniger fähig, Gottes Auftrag auszuführen. Im Gegenteil, er musste viel mehr auf Gott vertrauen. Gott hat auch bei Mose auf eine Antwort gewartet. Geht er oder geht er nicht? Und Mose ging. Denke nicht, dass du unbrauchbar bist für Gott. Lege dich nicht fest, wie Gott das tun soll und was er in deinem Leben tun muss. Lass ihn dein Leben in seine Hand nehmen. Gerade das, was du denkst, dass du es nicht kannst, da hat Gott Möglichkeiten. Wir schreiben heute die Geschichte Gottes mit den Menschen. Damals waren es die Menschen der Bibel. Und es hat mich schon immer fasziniert, wie Jesus seine Jünger eingesammelt hat. Und da lesen wir in Markus 1, Vers 16 bis 20. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Schiff und gingen weg ihm nach. Zwei Familien, zwei Brüder bei der Arbeit, Simon und Andreas, sie waren Fischer. Jesus kommt ans Ufer des Sees und sagt zu ihnen, kommt mit. Und sie reagieren sogleich. Sie waren auf dem See und hatten die Netze in der Hand und da steht sogleich. Die haben nicht einmal nachgedacht. Sie gingen mit. Es war keine Diskussion, was eigentlich Menschenfischer bedeutet. Oder die Frage, ja, wo gehen wir denn hin? Was für eine Antwort auf den Ruf Gottes. Und ein Stückchen weiter am See treffen sie nochmal zwei Brüder, den Jakobus und Johannes. Die sitzen im Schiff und bessern die Netze aus. Ihr Vater ist bei ihnen und Tagelöhner. Also war das eine Firma, wie wir das heute bezeichnen würden. Fischereigewerbe
mit Angestellten. Jesus ruft wieder. Und die zwei Brüder stehen auf und gehen mit. Verlassen die Firma, den Vater, das Geschäft einfach so. Gehen nicht einmal mehr nach Hause, um alles zu klären oder zu besprechen. Man muss großes Vertrauen haben in jemand, um so etwas zu tun. Und es berührt mich immer, wenn ich diese Geschichte lese. Was für eine Antwort auf Gottes Ruf. Wir würden heute vielleicht sagen, ich überlege mir das mal bis morgen. Wenn ich das alles verlassen soll, was soll aus meiner Familie werden? Ich kann doch meinen Vater nicht einfach sitzen lassen mit der ganzen Arbeit. Oder was ist das genau, was wir tun oder wo wir hingehen? Was habe ich davon? Sie kannten Jesus ja noch nicht wirklich. Diese Menschen haben einfach reagiert auf Jesus, eine Antwort auf seinen Ruf. Du musst nicht alles verlassen, um Jesus eine Antwort zu geben, aber du musst ihm vertrauen, wo er dich hinführt und was er aus deinem Leben macht. Und das ist auch nicht immer einfach. Gott sieht unser Potenzial und wir sehen unsere Begrenztheit. Und weil wir unsere Begrenztheit sehen, ist es oftmals nicht einfach, Gott einfach so zu vertrauen, wie er uns führt. Johannes 1, Vers 42. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Fels. Simon ist ein ungestümer Charakter. Eigentlich könnte man denken, dass Jesus mit ihm nichts anfangen kann. Er hat immer große Worte und reagiert nicht immer richtig. Doch Jesus legt etwas fest in Simons Leben. Er gibt ihm einen neuen Namen, Kephas oder Petrus, und das heißt Fels. Er deutet an, dass Simon sich verändern wird und zu einem unverrückbaren Bestandteil für das Reich Gottes wird. Ist das nicht wunderbar? Jesus hat das in sein Leben hineingesprochen, obwohl er so ein ungestümer Mensch war. Niemand hätte es ihm wahrscheinlich zugetraut. Doch Jesus sieht genau das Potenzial in ihm. Simon war ungestüm und rau. Und er bekommt die Verheißung, ein Fels im Reich Gottes zu sein. Und auch du hast einen neuen Namen bekommen. Sohn oder Tochter Gottes. Weißt du das? Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, gehörst du zur Familie Gottes und bist Sohn oder Tochter. Gott sieht das Potenzial in dir, was du für sein Reich in dieser Welt tun kannst. Er will dich gebrauchen und durch dich Menschen segnen. 1. Petrus 3, Vers 9. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Wir sollen segnen, unseren Mitmenschen zum Segen sein. Du hast den Segen Gottes bekommen und jetzt gib ihn weiter und segne deine Mitmenschen. Als Sohn oder Tochter hat man Rechte und Pflichten. Die Frage ist, nehmen wir das an oder ist es uns egal?
Wie reagieren wir auf den Status Sohn oder Tochter Gottes? Sieht man das in unserem Leben? Auch du hast die Verheißung, in der Familie Gottes ein Sohn oder eine Tochter zu sein. Söhne und Töchter kennen den Vater und reagieren auf sein Reden. Söhne und Töchter haben Verantwortung in der Familie, wenn sie erwachsen werden. Sie tragen zum Miteinander bei und einen guten Umgang mit Familienmitgliedern. Philipper 2, Vers 3: Sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Das passt doch gut in eine Familie. In geschwisterlicher Liebe miteinander umgehen. Das heißt nicht, dass man immer gleicher Meinung ist oder sein muss. Diese Gesinnung war in Jesus und die sollten wir auch haben. Ich glaube, dass diese Gesinnung für Simon Petrus auch nicht ganz einfach war. Er hatte auch eine aufbrausende Art. Wenn wir daran denken, wie er dem Soldaten das Ohr abgehauen hat, als sie Jesus verhaften wollten. Da hat er ganz plötzlich das Schwert gezogen und zugeschlagen. Petrus musste das auch lernen, so wie wir das auch lernen müssen. Er hatte ein hitziges Temperament, aber er hatte eine Leidenschaft für das Reich Gottes. Er kündigte an: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das lesen wir in Lukas 22, 33. Und was daraus geworden ist, kennen wir. Als es ernst wurde, behauptete er dreimal: Ich kenne Jesus nicht. Markus 14, 70 bis 72. Er aber leugnete wieder. Und kurz nachher sagen wieder die Dabeistehenden zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Jesus wusste das alles schon vorher. Er sagte nicht: Du und deine großen Worte, jetzt warte mal ab. Er sagte zu ihm, Lukas 22, 32: Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Was für eine Liebe und Barmherzigkeit von Jesus. Er gibt ihm einen Auftrag: Stärke deine Brüder. Nichts von aufgeben und davonlaufen. Petrus hat die Begebenheit so getroffen, dass er weinte. Dieser raue, ungestüme Kerl weint. Er hatte gründlich versagt. Er schämte sich vor Jesus und seine Seele ist verletzt. Bestimmt waren die Jünger aufgewühlt, weil sie nicht verstanden, was gerade passierte. Jesus wurde verhaftet und sollte sterben. Wie konnte so etwas geschehen, wo sie doch solche Hoffnung auf ihn gesetzt hatten? Vielleicht ist dein Herz auch verletzt, hast versagt oder verstehst nicht, was da gerade passiert.
Gottes Liebe ist da. Er bringt dich wieder zurecht. Gib ihm eine Antwort, indem du mit ihm redest und dein Herz ausschüttest. Er tritt für dich ein und er verändert dich. Jesus hat Gutes ausgesprochen über dem Leben von Petrus und das tut er auch in deinem Leben. Der Auftrag von Petrus ist noch nicht beendet, weil er versagt hat. Im Gegenteil. Nach der Auferstehung von Jesus bekommt er einen Auftrag. Jesus möchte eine Antwort von ihm. Er fragt ihn dreimal: Hast du mich lieb und liebst du mich mehr als diese? Jesus wollte wissen, wie es in seinem Herzen aussah. Vielleicht war Petrus beschämt in seinem Herzen nach dem, was er sich geleistet hat, weil Jesus ihm so einen mächtigen Auftrag gab. Vielleicht wusste er auch noch gar nicht, was es bedeutet, diese Schafe zu hüten oder zu weiden. Er war bereit zu gehen, auszuführen, was sein Auftrag war. Bist auch du bereit zu gehen, dich zu investieren in das Reich Gottes? Egal, was du getan hast, Jesus hat auch für dich einen Auftrag. Und Jesus erwartet auch von dir eine Antwort. Ein Ja, ich mache weiter. Aus Liebe zu Jesus mache ich weiter. Und dann kommt Pfingsten. Dieses Ereignis, das alles umkrempelt. Den alten Petrus gibt es nicht mehr. Petrus steht auf. In Weisheit und Offenbarung verkündet er, was geschehen war. Diesen Mann, der ein paar Wochen vorher Jesus verleugnet hat, gibt es nicht mehr. Er hatte gesehen, wie Jesus in den Himmel auffuhr und wie der Heilige Geist auf sie alle kam. Er ergriff das Wort und sprach mit solcher Autorität, dass es den Menschen durchs Herz ging. Apostelgeschichte 2, 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ist das nicht erstaunlich? Was für ein Gewinn für das Reich Gottes. Vormals Versager, doch Jesus hat das Potenzial in seinem Leben gesehen. Und auch du kannst etwas bewirken im Reich Gottes. Gott hat auch dein Potenzial gesehen oder er hat es in dich hineingelegt, besser gesagt. Sei offen für das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und wir brauchen diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. So wie Petrus sie auch brauchte, um völlig umgewandelt zu werden. Diese Kraft ist uns verheißen. Apostelgeschichte 1, 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Eine andere Gesinnung, andere Leidenschaft, anderes Denken, anderes Reden. Petrus hatte so eine Autorität und Kraft, dass durch den Namen Jesus Kranke geheilt wurden und später sogar von seinem Schatten. Bei der zweiten Predigt von Petrus kamen 5000 Männer dazu, die gläubig wurden. Apostelgeschichte 4,4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer
kam auf etwa 5000. Heute bist du gefragt. Petrus war damals. Heute macht Gott seine Geschichte mit uns. Seine Kraft ist immer noch wirksam. Und bis an die Enden der Erde breitet sich das Evangelium aus. Und das ist heute. Du hast Potenzial. Investiere es in das Reich Gottes. Amen. Ah. Möge Gott diesen Kindergarten segnen mit all den vielen lieben Kindern. Das ist eins der Kinder von dem neuen Kindergarten in Jerusalem. Und es ist ein Segen, hier einen Kindergarten zu haben, der richtig funktioniert. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, wenn die Kinder von ihren Eltern hergebracht werden, können sie sich wie zu Hause fühlen. Sie sagt, dass sie das neue Spielzeug mag und wie alles aussieht. Und es fühlt sich fast so an wie in einem Hotel. Mögen wir Sie und Ihre Freunde im nächsten Jahr wiedersehen, wenn Sie noch einen Kindergarten in Jerusalem bauen. Vielen Dank. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.